Hallöchen Leute, heute sind wir etwas spät dran, schon 1 Uhr und es gibt ein weiteres Kochstudio von und mit Kai. Wir holen den scharfen Papayasalat nach Som Tam Thai. Kai sagte mir übrigens, dass sie noch nie selber Som Tam Thai gemacht hat, also eine Premiere heute, eigentlich ungewöhnlich, denn neben Pad Thai ist Som Tam Thai eines der beliebtesten Gerichte in Thailand. Und wie ihr sehen könnt, fand ich mittlerweile einen Friseur und ich sagte meiner Matte Ade. Übrigens landete die Schlange doch im Kochtopf. Die wurde von unserem Nachbarn zubereitet und so sieht das Ganze aus. Also ich werde da nicht von probieren. Eher etwas für Koi. Benötigt für den Papayasalat wird eine Papaya, diese eiförmigen Tomaten und Limone. Das Ganze wird jetzt so geschnippelt, gehackt, wie immer man das nennen will. Da haben die Thais eine vollkommen eigene Technik. Naan, hä, Koi? Naan. Naan. Ja, das Ganze dauert lange, wie das da. Pung nie de gin. Puli begin. Mani gin ma dai. Sie meint, das würden wir morgen essen, heute gibt das wohl nichts mehr. Sie sagte gerade wieder, sie hätte noch nie Som Tam selber hergestellt. Wahrscheinlich wird das wieder so eine eigene Kreation werden. Gibt dann alles so Schnipsel. Ja, das stimmt. Also die letzte Woche war sehr heiß und wir waren auch nicht sonderlich aktiv, bis auf die Aktion mit Richard und seiner Freundin. Unheimlich drückend, unheimlich warm. Ich denke mal, Kai bereitet eine kleine Portion zu. Sie hat ja Schlange. Und es wird weiter geschnipselt. Sie meint, im Stehen geht es doch besser. Normalerweise wird Som Tam mit Klebereis, mit Cao Niao gegessen. Den vergaßen wir aber wieder mal zu kaufen, also müssen wir mit normalem Reis Vorlieb nehmen. Ich muss die Tomaten waschen gehen. Auftrag ordnungsgemäß ausgeführt. Das reicht, Kai? Polio? Polio. Ja. Da deine drei Tomaten, die da rein sollen. Und Limone. Auch wieder so eine eigene Technik, wie die ihre Limonen bearbeiten. Um den Saft da vollkommen rauszubekommen. Irgendwas wurde wieder vergessen. Ich laufe einfach mal hinterher. Ja, Chili. Immer schön frisch. Nicht mehr viel von dem Chili da. Mir nicht neu. Arei. Keine Ahnung, was das ist. Kunzai Salat? Salat. Hoffentlich läuft hier nicht wieder so ein Reptil rum oder kriecht hier rum. Auch keine Ahnung, was das ist. Da ist die Ausbeute noch größer.
Jasmin wurde heute Morgen von Rathanach schon geerntet. Was Essbares findet Kai immer. Und wenn das noch dazu gegeben wurde, geht die eigentliche Arbeit los. Dann wird das in dem Mörser zerkleinert. Diese kleinen Fruchtfliegen, oder wie immer die heißen. Knoblauch kommt auch noch dazu. Und ihr könnt mir glauben, Leute, sobald der Salat fertig ist, mache ich mir die Aircon wieder an. Einfach zu heiß. Die Limone wird geschnitten. Kerne entfernt. Tomaten halbiert. Oder geviertelt. Und das Chili kommt dazu. Und sei ihr Jürgen? Scheint eine Chili-Sorte zu sein, die nicht ganz so scharf ist. Knobi dazu. Die Tomaten landeten im Töpfchen und die Limone wird ausgepresst. Oh, nam lai tae. Wird also schön scharf und sauer. Jab khong piao mai dai. Nam lai se o. Nam tan. Suko. Ko mai chob wa. Aroy suk leo duai. Nam pla. Pala. Hat ihre Tochter aus dem Korat geschickt. Mhm. Kenne ich auch nicht, das Fleisch übrigens. Suk leo, suk leo. Mai kin pala dip. Und jetzt kommt dann die Papaya und die Böhnchen dazu. Oh, hoa maak leu kun. Dann kommt der Rest hinterher. Das Ganze wird dann ständig gestampft und mit dem Löffel immer wieder gewendet. Oder das untere nach oben geholt, damit der ganze Saft sich auch sehr gut verteilt. Hom. Hom, ja, Hom, ne? Riecht mal wieder sehr gut. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wie sich die ganze Angelegenheit verändert da. Probiert. Mm. Okay. Okay, sie. Kun. Ja, ich habe hier den Jang. Du, Pipi Kun. Und jetzt kommt das Ganze aufs Tellerchen. Mm. Und so ja. Sieht das dann aus. Mm. Na, Kin, Pie. Nee, Mama, Pie. Nee, Kin, zum Tam. Kai lobt dich wieder selber. Und ja, sind wir wieder alle eingeladen. Die Frau von Christian, ihre Tochter. Oh, ja.
Ich muss das Ganze natürlich auch mal probieren. Okay, mein Pet mag noch Pik, die nehmen kein Pet. Schmeckt gut. Auch Bier, ne? Nicht allzu scharf, aber. Ich habe es nicht. Ich habe Bier. Ich habe Wein. Okay. Ja, wir wünschen uns nochmal selber guten Appetit. Karl besteht ja immer darauf, dass ich euch die Fortschritte im Garten zeige. Hier hat es wieder alles gelockert heute Morgen. Die wachsen und gedeihen. Der Strauch wird auch mal größer. Der gelbe sowieso. Und hier wurden wieder Ableger gemacht. Und die finde ich persönlich besonders schön. Und die duften auch. Meine Ahnengalerie wird immer größer. Mein Nachbar war wieder kreativ. Ja Leute, das war's wieder für heute. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv. Bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.